Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr hier schon seht, liegt hier die Palette GeForce GTX 1060, die ich mir jetzt heute gekauft habe. Und die packe ich jetzt mal mit euch aus. Hier erstmal die schicke Verpackung. Hinten steht noch so auf vielen Sprachen so technische Daten drauf. Und so alles. Auf jeden Fall die Verpackung. 6 GB Version ist es, ist auch VR-ready hier, hat zwei Lüfter und ja, jetzt machen wir die mal auf. Ich habe schon ein bisschen aufgemacht, also wundert euch nicht. So, jetzt ist hier noch so ein Polsterungszeug drauf, den war ziemlich nützlich. Dann ist der Transport auch viel sicherer. Und hier ist die auch schon. Hol ich sie mal raus. Das ist die GTX 1060 von Palette. Flammneu. Jetzt sieht man es auch an dem Sticker. Und ja, legen wir sie erstmal zur Seite. Ich denke mal hier hin. Hoffentlich fällt sie nicht runter. Sie müsste eigentlich noch so genau. Beschreibung und Treiber CD drin sein. Ja, das werde ich mir dann mal anschauen. Ich denke, Beschreibung brauche ich nicht. Vielleicht gucke ich mir die mal durch, aber ich denke gerne nicht. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, ich lege das mal hier oben rein und dann baue ich sie schon ein und zeige es euch dann, wenn sie fertig ist. Ich hebe mal kurz hier das andere Stück auf. So. So, da ist auch schon zu. Ist jetzt nochmal kurz ganz rausgeholt. Sieht sie so aus. Ziemlich schick auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht die Elektrik berühren. Ich hoffe, ihr seht es gut. Die Elektronik hier. Die Slots. Ich habe es gerade falsch rum. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich baue es wie gesagt ein. Hier ist sie ganz. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ding am Einbauen bin. So, da ist sie schon eingebaut und installiert jetzt die Treiber. Ja, dauert noch ein bisschen und ich hole dann wieder zurück, wenn alles funktioniert. Die läuft wie gesagt schon, aber man muss noch die Treiber installieren. Dann geht's alles. Das läuft jetzt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Vielleicht werde ich in den nächsten Tagen so ein paar Benchmark-Videos hochladen. Wenn ich Bock habe, mal gucken. Ich habe keine ruhige Hand, sorry dafür. Und ja, ich werde es jetzt mal ein bisschen testen und so zocken. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.